Wir haben 16.15 Uhr. Ich darf Sie wieder herzlich begrüßen zur Patientenakademie der Sauerlandklinik. Heute haben wir ein spannendes und Gott sei Dank seltenes Thema. Die drei Symptome Dysarthrie, Dysarthrophonie und Dysphagie sind Gott sei Dank sehr selten. Aber wenn sie auftreten, können sie bei den Betroffenen doch zum Teil schwerwiegende Folgen erzeugen. Und darüber sprechen wir heute. Zunächst wieder unser Dank an unsere Sponsoren. Wir freuen uns, wir haben einen neuen Sponsor dazugekriegt. Die Firma Mühlan ist jetzt auch dabei und unterstützt unsere Patientenakademie. Und ohne diese Unterstützung würde die Akademie nie in diesem Format funktionieren. Wieder der Hinweis: In der Klinik kann man auf den Fernsehgeräten Kanal 38/39 die Patientenakademie verfolgen. Es klappt allerdings nicht in allen Zimmern, leider. Manchmal hört man mich nur, manchmal sieht man mich nur, sodass es Sinn macht, sich mit einem Laptop oder Handy anzumelden, um dann vielleicht den Ton zusätzlich oder Bild sich zu holen. Wir machen ja eine Reihe dieses Jahr und über die Therapie, und auch hier gilt nach wie vor der Haftungsausschluss. Alles, was ich sage oder empfehle oder hinweise, müssen Sie für sich bitte prüfen lassen, überprüfen lassen von Ihrem Arzt, bevor Sie etwas, was ich hier anspreche, an Medikamenten oder Therapieformen für sich in Anspruch nehmen. Wir haben uns entschlossen, die neue Leitlinie als Grundlage der Patientenakademie hinsichtlich der symptomatischen Therapie zu nehmen. Die symptomatische Therapie der multiplen Sklerose, also Krankengymnastik, Ergotherapie, Logopädie, Neuropsychologie und physikalische Therapie, alle diese Therapieeinheiten, die eine umfassende Therapie machen, bilden die Grundlage für die symptomatische Therapie. Symptome, die die multiple Sklerose erzeugt. Und diese symptomatische Therapie ist genauso wichtig wie die spezifische Therapie, also die Therapie mit Medikamenten als Prophylaxe, Interferone, Copaxone, Tecfidera, Aubagio etc., wie sie alle heißen, Tysabri, Ocrevus, Kesimpta, Zeposia, Ponesimod. Kriege ich die alle zusammen? Ja. Die meisten habe ich wahrscheinlich jetzt genannt, ganz wichtig. Das ist die spezifische Therapie. Das sind Medikamente für die spezifische Therapie. Dies soll dafür sorgen, dass die Struktur vom Gehirn und Rückenmark erhalten bleibt, dass Entzündungen möglichst nicht auftreten. Die symptomatische Therapie, die soll dafür sorgen, dass die Funktionsfähigkeit des Gehirns und Rückenmarks erhalten bleibt. Und weil die so vernachlässigt wurde, die symptomatische Therapie, machen wir dieses Jahr mal richtig fundiert symptomatische Therapie durch. Wie gesagt, die Grundlage ist die neue Leitlinie, die letztes Jahr herausgegeben wurde. Und das Schöne an dieser Leitlinie ist, dass Betroffene beteiligt sind. Also MS-Betroffene haben über die DMSG an dieser Leitlinie mitgearbeitet. Und es wird auch ganz klar adressiert. Das heißt, die Adressaten der Leitlinie sind Betroffene selbst. Also die ist auch für sie geschrieben. In den vergangenen Akademien haben wir dann schon festgestellt, dass die Wortwahl optimiert werden kann. So auch heute. Wenn wir dann sehen, das sind viele Begriffe, die einem Laien, einem Nichtmediziner nicht so geläufig sind. Wir beginnen zunächst mit Dysarthrie und Dysarthrophonie. Was ist eine Dysarthrie? Bei der Dysarthrie sind die Muskeln, die wir brauchen, um zu sprechen,
in ihrer Funktion gestört. Da hat die Multiple Sklerose durch Entzündungen in dem Kerngebiet, das diese Muskeln versorgt, Funktionsstörungen gesetzt, die zu einer Lähmung dieser Muskeln führt. Und deshalb kommt es zu einer Störung der Artikulation des Sprechens. Bei der Dysarthrophonie ist die Atmung zusätzlich gestört. Wir brauchen ja Luft. Sie merken, der Heibel, der atmet ein und dann redet er drauf los. Also, und diese Atmung, dieses Atmen, Luft holen und dann die Luft dosiert mit dem Sprechen rausgeben, das sind viele Muskeln auch beteiligt. Und da muss die Atmung mit dem Sprechen koordiniert werden und ist eine Herausforderung. Und wenn das jetzt nicht funktioniert und ich zum Beispiel Luft hole und auf einen Schlag die ganze Luft rauslasse, dann wird es plötzlich laut und unkontrolliert. Und das wollen wir natürlich nicht. Also, bei der Dysarthrie sind es die Sprechmuskeln und beim Sprechen, bei der Dysarthrophonie kommt die Atmung und die Steuerung der Atmung, die Resonanz und so weiter mit dazu. Haben wir eine der beiden oder beide gestört, dann kommt es zur Kommunikationsstörung, zur Störung, zur Beeinträchtigung der Kommunikationsfähigkeit. Wenn der Betreffende nicht mehr verständlich sprechen kann, weil die Muskeln nicht richtig, die Sprechmuskeln nicht richtig zusammenspielen, dann versteht das Gegenüber irgendwann das Gesprochene nicht mehr. Und so ist Dysarthrie und Dysarthrophonie definiert. Die Diagnostik machen logischerweise die Logopäden, also ist eine logopädische Diagnostik. Logopäden sind die Therapeuten und Therapeutinnen, die sich um Sprechen, um Artikulation, aber auch um richtige Atmung beim Sprechen natürlich und im zweiten Gang dann nachher auch um Schlucken kümmern. Und da gibt es dann entsprechende phoniatrische Untersuchungen, wo man dann sieht, wie atmet der Patient ein, wie ist die Steuerung der Atmung und dann kann man gezielt eine Diagnose stellen und dann entsprechend Übungen machen. Das Ziel ist natürlich, dass man mit der logopädischen Übung und Therapie die Verständlichkeit verbessert, sodass das Gegenüber wieder versteht, was der Betroffene ihm sagen will. Also wir möchten die Kommunikationsfähigkeit wieder herstellen, wieder verbessern. Bei der Therapie kommen insbesondere Übungsbehandlungen zum Einsatz. Die Therapeuten, die Logopäden und Logopädinnen, die sitzen dem Patienten oft gegenüber und machen mit dem konzentrierte Sprech- und Atemübungen. Manchmal geht es mit Atemübung los, damit die Atmung gut funktioniert und dann kommen die Sprechübungen. Und das sind sehr raffinierte und differenzierte Übungen, die hier gemacht werden. Bekommt man dadurch keinen richtigen Erfolg hin, dass es trotzdem die Kommunikation nicht ermöglicht, dann gibt es kommunikative Hilfsmittel und das geht bis zum vom einfachen Schreibblock, wo man schreiben kann. Der Herr Beethoven hat sich seine Botschaften aufschreiben lassen, weil er nicht gehört hat. Also, und der schlecht sprechen kann, der kann zum Beispiel die Botschaft aufschreiben und sagen, hol mir bitte ein Glas Wasser oder kannst du bitte einkaufen und so weiter. Also vom einfachen Block und Bleistift bis zur elektronischen Kommunikationshilfe stehen hier zur Verfügung. Wichtig zu wissen ist, selten, sehr, sehr selten, kann man medikamentös oder chirurgisch intervenieren. Die Deutsche Gesellschaft für Neurologie
hat eine entsprechende Leitlinie für neurogene Sprechstörungen entwickelt. Das ist so umfangreich, da kann ich im Einzelnen jetzt leider nicht drauf eingehen, aber Sie sehen, es gibt auch andere Erkrankungen im Rahmen der Neurologie, die dazu führen, dass ein Betroffener nicht richtig sprechen kann, sodass die Behandlung der Dysarthrie, also der Sprechstörung, eine eigene Leitlinie gewidmet wurde. Es gibt zur Behandlung der Dysarthrie und Dysarthrophonie keine evidenzbasierten Empfehlungen. Das ist im Moment nicht möglich. Und deshalb kann man auch keine, also Konsens ja, aber Evidenz nein, also evidenzbasierte Empfehlung nicht möglich. Trotzdem sollte man oder kann man, das muss man mit dem entsprechenden Neurologen und Logopäden absprechen, mal einen Therapieversuch mit Famprydin, Fampyra, 2x10 Milligramm am Tag probieren. Da gibt es eine Studie, die ist leider ganz, ganz winzig. Das sind 14 Patienten. Wo ist sie denn? Nein, 50 Patienten, Entschuldigung, es kommt nachher. 50 Patienten haben mit einer Sprechstörung, die auf eine Behandlung nicht angesprochen haben, mit Famprydin sind die behandelt worden und 40% der behandelten Patienten besserte sich die Wortflüssigkeit. Und bei 3 Patienten mit schwerer MS-bedingten Dysarthrie konnte die Kommunikationsfähigkeit verbessert werden. Also, man kann einen individuellen Heilversuch mit Fampyra, Famprydin machen, wenn eine entsprechende Sprechstörung vorliegt und durch die anderen Behandlungsmöglichkeiten, also Logopädie, keine Besserung erreicht werden konnte. Das muss aber dann wirklich dokumentiert werden durch die Logopädie und den Neurologen. Und dann kann man sagen, wir machen einen individuellen Heilversuch. Wir probieren Fampyra und dann müsste das auch von den Kassen bezahlt werden. Zumal es eben hier in den Leitlinien so ausdrücklich gesagt wird. Und da steht hier auch, das muss dann auch als individueller Therapieversuch genannt oder betitelt werden. Und was wichtig ist, nach einer gewissen Zeit muss man überprüfen, ist eine Besserung da, dokumentieren, dann kann man weitermachen. Ist keine Besserung da, dokumentieren und dann muss man das Medikament wieder absetzen. Also, es gibt eine starke Empfehlung mit einem starken Konsens, dass bei einer ausgeprägten Dysarthrie, die sich nicht ordentlich bessert auf logopädische Behandlung, einen Behandlungsversuch mit Famprydin in Erwägung gezogen werden soll. Individueller Heilversuch. Die nächste Empfehlung, da besteht ein Konsens, die besagt, wenn man durch Übungsbehandlung und den individuellen Heilversuch mit Famprydin keine ausreichende Kommunikation erreichen kann, soll man den Betroffenen mit Kommunikationsmitteln versorgen. Sie sehen, wir haben hier auch so eine Stufentherapie. Erste Stufe logopädische Behandlung, zweite Stufe medikamentöse Behandlung, individueller Heilversuch, dritte Stufe elektronische Kommunikationsmittel oder Kommunikationsmittel einschließlich elektronischer Kommunikationsmittel. Gut, das mal so bis hierhin. Okay. Dann kommen wir zur Dysphagie. Wir haben jetzt gesprochen, geatmet gesprochen, jetzt geht es um Schlucken. Jeder Mensch schluckt täglich oft, sehr oft. Das kriegt er gar nicht mit. Das geht automatisch. Man muss nicht denken, jetzt wieder schlucken, sondern das
macht das autonome Nervensystem. Da muss ich nicht drüber nachdenken, das funktioniert so. Und von einer neurogenen Dysphagie sprechen wir, wenn beim Schluckakt im Mund, das ist oral, oder pharyngeal im Rachen, wenn in dem Bereich Schwierigkeiten auftreten. Also, Essen im Mund, oraler Schluckakt ist, die Nahrung vom Mund in den Rachen zu befördern, und der pharyngeale Schluckaktphase ist vom Rachen in die Speiseröhre. So. Und wenn dieser Schluckakt gestört ist, wenn das nicht funktioniert, besteht die Gefahr, dass die Betroffenen zu wenig trinken, weil sie sich dauernd verschlucken, dass sie zu wenig essen, Malnutrition, dass Nahrung oder Flüssigkeit statt in den Magen in die Lunge gelangt, dann sprechen wir von Aspiration. Die kann sogar zu einer Entzündung der Lunge führen, dann sprechen wir von Pneumonie. Und wenn das durch eine Aspiration erzeugt ist, dann sprechen wir von einer Aspirationspneumonie, also einer durch Verschlucken von Nahrung oder Flüssigkeit in die Lunge erzeugte schwere, zum Teil lebensbedrohliche Lungenentzündung. Und heute ist die Aspirationspneumonie eine der Todesursachen für multiple Sklerose-Patienten. Also wenn, dann besteht die Gefahr, dass wenn man nicht richtig schlucken kann und wenn man es nicht rechtzeitig behandelt und diese Entzündungen der Lunge verhindert, kann es zum tödlichen Verlauf kommen. Ich bin jetzt 20 Jahre da und habe zwei MS-Patienten, einen ganz jungen Mann und eine Frau durch Aspirationspneumonie verloren. Die haben sich geweigert, eine Magensonde sich legen zu lassen. Wir wollten das nicht haben und haben sich permanent verschluckt. Und dann sind so oft Pneumonien entstanden, dass man irgendwann die nicht mehr behandeln kann. Und dann sind sie daran gestorben. Also Sie sehen, wie gefährlich eine Dysphagie werden kann. Und ein ganz gefährlicher Moment sind die sogenannten stillen Aspirationen. Das heißt, man bekommt es gar nicht mit. Das ist dann im Schlaf. Und deshalb muss man da ganz gut drauf aufpassen, wenn es Hinweise gibt, dass die Betroffenen nicht richtig schlucken können, muss man das einer logopädischen, phoniatrischen Diagnostik zuführen und klären, besteht hier die Gefahr einer stillen Aspiration. So. Und was eben mit dazu kommt, wir Menschen sind in der Lage, Essen zu genießen. Wenn ich im Hund sein Fressen hinstellt, der schlingt es runter ohne irgendwelchen Genuss. Der knurrt nur, wenn jemand anders kommt und droht, ihm sein Fressen wegzufressen. Dann knurrt er entsprechend. Wir Menschen können Essen zelebrieren und genießen und das fällt eben dann weg. Dann isolieren sich die Betroffenen, die gehen nicht mehr raus, geschweige denn mit anderen zum Essen. Die Selbstversorgung wird beeinträchtigt, die Lebensqualität sinkt. Und das ist eben, was man unbedingt verhindern sollte, dass es so weit kommt. Hinweise im Bild, im Kernspin, sieht man, wenn im Hirnstamm, da liegen die Kerngebiete für diese Muskeln, die für Sprechen, Atmen und Schlucken zuständig sind, wenn da Entzündungsherde drin sind. Und deshalb, wenn es da zum Beispiel ein Kontrastmittel aufnehmen, den Herd gibt und man merkt eigentlich nichts, trotzdem mit Cortison behandeln, ist mein persönlicher Rat. Nicht, dass da Entzündung sich Platz macht in dem Hirnstamm und für Schäden langfristig sorgt. So. Und jetzt sprechen wir von der Diagnostik und da steht es auch, vor allem die leichteren Schluckstörungen, die oft nicht wahrgenommen werden, geben Patienten Symptome in aller Regel erst bei fortgeschrittener Dysphagie an. Und deshalb muss man da schon früh gucken und aufpassen.
die verschlucken sich häufig. Die Hypersalivation, dann ist das Schlucken die schlucken zu wenig und dann läuft der Speichel aus dem Mund raus. Oder der Speichel kommt in die Nase. Das ist dann eine nasale Regurgitation. Der wird also in die Nase transportiert und dann ist der Speichel plötzlich oben. Oder der Betroffene schluckt und spricht dann und da hat man dauernd das Gefühl, der hat Wasser im Mund. Ja, dieses feuchte Sprechen. Womöglich gibt es dann noch so Bläschen, Bildung beim Sprechen. Oder der Betroffene muss mehrfach schlucken, damit er den Rachen frei hat, um dann entsprechend sprechen zu können. Oder die gehen dann auch in die Kopfhaltung, dass die beim Sprechen dann den Kopf so nach hinten neigen und schlucken, um den Schluckakt zu vereinfachen. Dann bemerken die oft, dass Nahrung stecken bleibt, Hals oder Rachen. Es kommt zu Husten, Erstickungsanfälle, dann ist es schon sehr weit gediehen. Und das sind so Symptome, die man dann beobachten kann bei Schluckstörungen. So. Also wichtig ist, und das ist auch immer eine wichtige Sache, die meine Kolleginnen und Kollegen fragen müssen, wie ist es, verschlucken Sie sich häufig? Man verschluckt sich mal, das passiert jedem. Aber wenn das ständig, jeden Tag, mehrfach passiert, dann muss man an eine Dysphagie denken. Und wenn die Leute abnehmen, wenn die zu wenig essen, zu wenig trinken, wenn sie immer wieder Fieberschübe bekommen und man eine Lungenentzündung diagnostiziert, immer dran denken, hier kann eine Schluckstörung vorliegen. Und auch hier übernehmen die Logopädinnen und Logopäden übernehmen die Diagnostik. Die gucken nach, ob eine Dysphagie vorliegt und wenn ja, welcher Schweregrad. Und jetzt kommt's. Die Symptome muss man aktiv abfragen. Habe ich gerade gesagt, es ist wichtig, dass der Arzt beim Gespräch oder bei der Untersuchung der Hirnnerven fragt, verschlucken Sie sich häufig? Und wenn ja, wie? Mal herausfinden, wie oft ist es? Wenn das einmal im Monat ist, dann ist es kein Problem oder einmal pro Woche. Aber wenn das täglich auftritt oder jeden zweiten Tag mehrfach, dann müssen schon die Alarmglocken angehen. Bei der Diagnostik setzt man quasi Endoskope ein. Da guckt man mit einer Optik dem Schluckakt quasi zu. Und weil diese Dysphagie eben auch bei anderen neurologischen Erkrankungen auftreten kann und die schwerwiegende Folgen haben kann, hat die Deutsche Gesellschaft für Neurologie auch für die Dysphagie, für die neurogene Dysphagie eine entsprechende Leitlinie entwickelt. Therapieziel ist natürlich, dass wir den Schluckakt verbessern, damit der Betroffene ausreichend Nahrung und ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen kann. Wir wollen natürlich verhindern, dass er sich verschluckt und das Verschluckte nicht in den Magen, sondern in die Lunge gelangt, um sogenannte Aspirationspneumonien, also Lungenentzündung, zu verhindern. Und wir wollen natürlich die Atemwege sichern. Nicht, dass da etwas reinfällt und man hat Angst, man erstickt. Wenn das gelingt, kann man dafür sorgen, dass die Betroffenen wieder rausgehen, auch mal mit zum Abendessen gehen, die Lebensqualität wieder verbessern und vielleicht Essen und Trinken wieder genießen können. Auch hier gibt es keine Evidenz. Trotzdem soll man mit Übungsbehandlungen arbeiten und die Leute auch bei entsprechendem Versagen mit Hilfsmitteln versorgen. Es gibt Bestecke und Trinkgefäße, die das Schlucken vereinfachen. Bei uns zum Beispiel, die Logopädinnen machen eine Diagnostik und geben dann Rückmeldungen, wie die Kost, also die Nahrung, aufbereitet werden soll, damit man ein Verschlucken vermeiden kann. Also da kommt dann so die Rückmeldung, pürierte Kost oder nur Brei.
oder keine Flüssigkeit. Und dann geht es eben über eine Magensonde. Und da haben viele Betroffene natürlich verständlicherweise Angst davor. Aber man muss einfach abwägen. Über eine Magensonde kann man sicher oder sicher jemand dann ernähren unter Umgehung von Rachen und Speiseröhre und so verhindern, dass Aspiration auftritt von Nahrungsmitteln und eben schwere Aspirationspneumonien verhindern. Also, in manchen Fällen muss man entweder die Magensonde über die Nase oder durch die Haut percutan eine Ernährungssonde legen und dann die Nahrung über die Sonde zuführen, die sogenannte Sondenkost oder Sondenernährung. Und als allerletztes Möglichkeit kann man eine Tracheostomie machen, wo man dann eine Trachealkanüle einführt, die geblockt ist. Solange man atmet, ist quasi die Speisenröhre geblockt und dann dreht man das quasi um. So, die Leitlinie für die neurogene Dysphagie haben wir besprochen. Oder habe ich erwähnt, sagen wir so. Besprochen natürlich nicht. Aber das unterstreicht die Wichtigkeit, dass man sich um Dysphagie kümmert. Medikamentöse Maßnahmen nach Rarität haben wir schon oben gesagt, selten. Und es gibt ein Medikament und eine Elektrostimulationstechnik. So haben wir bei 14, jetzt kommen die 14 Patienten mit einer schweren Dysphagie für flüssige und feste Speisen Botulinumtoxin in den Musculus cricopharyngeus auf beiden Seiten eingespritzt. Und nachdem die Schlucktherapie bisher erfolglos war, und 10 von diesen 14 ist diese Dysphagie vollständig beseitigt worden, bei den restlichen 4 verbessert worden. Alle Patienten konnten nach dieser Therapie wieder selbstständig schlucken. Also, das habe ich jetzt mal bei einem unserer Patienten hier im Haus angeregt, dass mal in einem entsprechenden Zentrum geprüft wird, ob bei ihm eine Botulinum Injektion in diesen Cricopharyngeus Sinn macht. Das kann man natürlich nur in einem Zentrum machen, das Erfahrung damit hat. Er hat eine schwere Dysphagie und die Aufnahme von flüssig und festen Speisen ist sehr gestört, hat auch schon eine PEG. Mal gucken, ob sowas in diesem Stadium überhaupt noch Sinn macht. Dann gibt es eine Pilotstudie, wo man Elektrostimulation des Rachenraums durchgeführt hat. Und da konnte man eine Verbesserung der Dysphagie nach 4 Wochen erreichen. Und bei der Wiederholung der Therapie konnte man das Ergebnis reproduzieren. Es waren auch wieder 14 Patienten und dann nochmal 25 Patienten. Und da haben 15 von 25 haben sich ebenfalls deutlich gebessert. Also, bei schwerer Dysphagie, die für flüssige und feste Speisen vorhanden ist und die bisherige Therapie keine Besserung gebracht hat, kann man an Zentren mal prüfen lassen, ob Botulinumtoxin-Injektion oder eine pharyngeale, also eine Elektrostimulation des Rachens, die Dysphagie bessern könnte. Aber da brauchen wir entsprechende Zentren. Da kommt sicher die Frage, wo? Ich weiß noch nicht, wo so Zentren sind. Da muss ich mich selber erst noch schlau machen. So. Deshalb die klare Empfehlung: Bei nicht ausreichender Wirkung kann die Elektrostimulation der pharyngealen Muskeln in schweren Fällen auch ein Therapieversuch mit Botulinumtoxin A in die Musculi crico-pharyngei erwogen werden, also den Musculus crico-pharyngeus beidseits in Erwägung gezogen werden. So, jetzt haben wir das schwierige Thema durchgesprochen. Jetzt gucke ich mal in den Chat, ob es Fragen zu diesem Thema gibt.
sehe ich bis jetzt keine Fragen. Dann warten wir noch ein bisschen. Vielleicht taucht ja noch die eine oder andere Frage auf. Ja, da haben wir jetzt eine schwierige Frage und die kann ich schon gar nicht beantworten, weil ich das nicht dazu nichts weiß. Die Frage ist, ein Patient verschluckt sich eigentlich bei heißen Nahrungsmitteln und woran das liegen kann, ob das dann reflektorisch über also die Hitze sind ja Rezeptoren, die prüfen, wie warm oder wie heiß es ist und wenn es da eine Störung gibt, wenn die dann zurückmelden, Vorsicht, zu heiß, dass es dann eine Störung beim Schlucken gibt, könnte ich mir vorstellen, dass es über so einen Reflexbogen dann funktioniert, dass dann der Schluckakt gestört ist. Es ist quasi dann das Heiße wie ein Trigger. So wie man zum Beispiel beim Trigeminus durch Berührung einen Trigeminusneuralgie auslösen kann. Dann triggert die Berührung im Gesicht den Trigeminus und vielleicht triggert die heiße Nahrung die Muskeln beim Schluckakt, dass diese Koordination des Schluckaktes nicht mehr funktioniert. Kann bei der Dysarthrie die Zunge schmerzen? Eher nicht. Also Zunge schmerzen, da muss man mal jemand reingucken lassen, Hals, Nasen, Ohrenarzt, ob die Zunge sich entzündet hat. Also das ist eher wahrscheinlich. Da gibt es wieder liebe Grüße aus dem Schwabenland, meinem Heimatland. Ich grüße ganz herzlich zurück. Also Zungenschmerzen, da ist eher die Zunge entzündet. Da muss man mal einen Hals-Nasen-Ohrenarzt oder Zahnarzt reingucken lassen. Da kommt ein Dank. Sehr gerne. Mach sehr gerne diese Vorträge. Es ist einfach wichtig zu versuchen, die Leitlinie für Sie so ein bisschen übersetzen. Und vielleicht kriegen wir es ja hin, dass die Leitlinienautoren das nächste Mal entweder ein Glossar, dass die Begriffe erklärt werden oder vielleicht ein bisschen einfache Wortwahl wählen. Da kommen Grüße aus dem Schwarzwald, Grüße zurück. Ja, im Schwarzwald regnet es Gott sei Dank auch mal, sonst scheint da immer die Sonne, während es hier bei uns regnet. Ja, da berichtet ein Betroffener, dass der Schluckreflex ab und zu nicht auslösbar ist. Da ist der wahrscheinlich erschöpft. Das ist wie mit den Muskeln beim Gehen. Wenn man dann MS-Patienten, die können ein gewisses Stück problemlos gehen, ganz normal, mit normalem Gangbild, normaler Kraft und irgendwann funktioniert es nicht mehr, dann sind die Kräfte erschöpft und so stelle ich mir das bei einem Schluckakt, der ab und zu mal nicht funktioniert, eben vor. Das heißt, der Betroffene will dann bewusst schlucken. Und es funktioniert nicht. Der zweite Schwabe ist auch da. Sehr schön. Vielen Dank für das Lob.
Das nächste Mal treffen wir uns am 23. Juni und da werde ich mal versuchen, so was denn so Neues im Moment gibt, aufzuzeigen. Medikamente, vielleicht was Neues zum Impfen, mal gucken, ob es da Neuigkeiten gibt. Was so in Aussicht ist. Dann bedanke ich mich bei Ihnen allen, dass Sie zugehört und zugeschaut haben. Wünsche Ihnen alles Gute. Wünsche uns, dass jetzt vielleicht mal wieder ein bisschen Sonne kommt für ein paar Tage. Machen Sie es gut und wir treffen uns an dieser Stelle am 23. Juni wieder. Alles Gute.